Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass Ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Amelia, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie geht es weiter? Was ist los mit ihm? Ist noch eine andere Frau da? Du möchtest Klarheit in dein Liebesleben, in dieser Situation mit ihm. Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte hat eine wichtige Botschaft. Dieses Kreuz symbolisiert Schicksalswegen kreuzen sie sich. Also eine schicksalhafte Begegnung. Dieses Bild hat auch eine Verbindung zum Glaubenssystemen, zum Göttlichen. Indirekte Art und Weise könnte ich sagen, ja, das ist irgendwie auch ein göttlicher Schutz. Wie ich aber das erkläre, diese Karte, das ist eher Schicksal und bedeutet auch Entscheidungen. So wie bei Autofahren, wenn man in eine Kreuzung ankommt, dann orientiert man sich, ja, wie geht jetzt weiter, in welche Richtung muss ich jetzt fahren, fährt man auch langsamer. So kannst du das auch vorstellen. Schicksalhafte Entscheidungen, Neuorientierung und natürlich Schicksal spielt hier eine Rolle, eine schicksalhafte Begegnung. Diese Zahl hat auch eine Bedeutung, 36, und das heißt, all das, was ihm noch in Vergangenheit verbindet, macht ihm unsicher. Und er muss die Vergangenheit erstmal abschließen. Wenn er allzu viel mit seiner Vergangenheit beschäftigt, dann stoßt er seinen eigenen Grenzen. Und dann kommt ein Neuanfang, wenn er das abgeschlossen hat. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild und das heißt Feuerelement. Und Feuerelement ist aktiv, zeigt auch Begeisterung und Leidenschaft. Aber dieser Zaun im Hintergrund, das schränkt dich aber auch ein. Und was ist dieser Zaun? Was symbolisiert? Das zeigt dieses Bild. Dieser Mann kämpft und kämpft und kämpft und niemand ist da. Mit wem kämpft er überhaupt? Es besteht gar kein Grund zum Kämpfen. Das sind die Gedanken, Gefühle. Und das löst diese Situation aus, damit du tatsächlich immer wieder auf deinen eigenen Grenzen stoßt. Also raus aus diesem Gedanken, oh, da könnte noch eine andere Frau da sein. Oder allzu viel beschäftigen, warum ist jetzt im Rückzug. Sondern die Momente genießen, die Momente, was ihr beide miteinander verbindet. Dein Gedanken zeigt hier dieses Bild und das heißt, im Hintergrund ist dieser Kampf. Wenn du diesen Kampf verabschieden kannst, das kann die Gedankenmuster sein, das kann auch Gefühle sein, die ständige Angst oder Unsicherheit. Wenn du das hinter dir lassen kannst, dann kommt alles in Bewegung und hast du einen Sieg. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild und das heißt, es wird nicht so sein, wie es mal war. Die Vergangenheit, davon hast du verabschiedet. Die alte Ufer hast du verlassen oder habt ihr beide verlassen und geht ihr in eine neue Richtung. Ein neuer Ufer und das zeigt die Veränderungen. Aber das ist noch nicht sichtbar. Ihr seid unterwegs. Wie eine Brücke, das ist wie eine Übergangsphase. Und achte auf die Wasser. Wasser symbolisiert die Gefühle. Das darf nicht hohe Wellen sein, weil das zeigt Unsicherheit, Angst oder kocht alles hoch, manchmal Wut, sondern das muss auf einem ruhigen Wasser
passieren und Wasser symbolisiert die Gefühle. Im Vertrauen bleiben, in Ruhe, mit Gelassenheit alles betrachten und dass er kommt und trifft Entscheidungen. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild, hier ist die Gericht. Das kann ein Hinweis sein, dass er eine rechtliche Lage befindet oder dass er etwas ungerecht empfindet. Aber dieses Bild zeigt noch etwas und da gehe ich auf die biblische Bedeutung. Das ist wie eine Auferstehung, ein Neuanfang. Das Bild symbolisiert auch Neuanfang. Er wird etwas abschließen von Vergangenheit. Das geht auch verloren. Dieses Bild symbolisiert diesen Verlust und dann kommt dieser Neuanfang. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild, es sind 9 Kelchen. 9 Kelchen stehen auf dem Tisch. Und Kelchen symbolisieren die Gefühle, seine Wünsche, seine Träume, seine Sehnsüchte. Und er darf das nehmen. Es ist ein gedeckter Tisch und es darf er das nehmen. Aber hier stoßt er auch in seinen Grenzen, dann kommen solche Gedanken, oh, das darf ich gar nicht anfassen, ich darf das gar nicht berühren, da komme ich vor wie ein Dieb. Hier zeigt sich die tiefen Gefühle, auch die Verlust, er hat Verlustangst. Oder solche Gedanken erscheinen hier, oh, das gehört jemand anderes, aber das darf ich nicht nehmen. Und das sind seine Unsicherheit. Und er braucht diese Stärke zum Haben oder du sollst ihm stärken, doch du darfst mich nehmen. Du bist auch wertvoll und ich gehöre zu dir. Wir können das gemeinsam genießen, diese Partnerschaft. Und dieser Diebstahl zeigt seine Ängste, dass jemand kommt und nimmt dich weg. Hier ist keine andere Frau da, also er hat keine andere Frau, sondern er hat Angst, dass du jemand kennenlernst, dass jemand dich wegnimmt, dass das verloren geht. Er hat Verlustangst, außerdem er traut es nicht zu, dich in Besitz zu nehmen. Aber das ist alles schicksalhaft und hier kommen die Neuigkeiten. Diese Karte zeigt seinen Gefühlen und seinen Gefühlen ist gerade dieser Kummer. Er braucht wieder Leichtigkeit, Lebensfreude und das kann es natürlich auch beeinflussen, ihn zu stärken, dass er auch in Vertrauen kommt. Liebe Amelia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.